Hallo und herzlich willkommen hier auf der Rennstrecke von Portimão. Ich bin ja mittlerweile seit 3 Wochen hier. Also ich glaube, ich weiß, wo es hier rechts und links geht. Aber heute habe ich was Spezielles für euch. Und zwar den niegelnagelneuen Mercedes AMG GTR. Das heißt also, der neue Sportwagen von AMG, den habe ich jetzt hier mit am Start. Und ich kann euch sagen, ich fahre jetzt das Auto ein paar Tage mittlerweile und es ist einfach total geil. Ich werde euch auch gleich mitnehmen auf eine schnelle Runde hier auf der Rennstrecke. Aber vorher werde ich euch mal das Auto erklären. Und was gibt es Besonderes Neues am Auto? Ihr seht in der Front vorne den Panamericana Grill. Das heißt also, dieser geile Grill mit diesen Längsstreifen, diesen Längslamellen, sieht mega aggressiv aus. Die ganze Front ist so ein bisschen nach vorne gezogen, einfach um diesen bösen Blick, dieses Bösere rauszuholen. Das Ganze sehen wir auch, die großen Luftöffnungen vorne wieder, typisch AMG, die 3 Öffnungen, die wir vorne haben, mit dem A-Wing, das heißt also vorne so ein bisschen kleines A nachgebildet. Also da kommen schon die ersten Gene raus, weil, was sind denn die ersten Gene? Die sind nämlich vom GT3, das heißt also vom Rennauto, was ich ja eigentlich bewege, daher kommen die Gene hier auch von diesem Auto. Zudem haben wir hier den 4 Liter V8 Biturbo verbaut. Den Motor kennt ihr vielleicht schon vom GT, vom GTS, vom C63, den ich ja selber auch fahre. Und hier haben wir auch wieder den gleichen Motor drin. Diesmal in der Variante hier mit 585 PS, 430 kW für die Zahlen-Junkies unter euch und 700 Newtonmeter Drehmoment. Also da geht richtig was an der Kette hinten am Hinterradantrieb, ist ja ein purer Hinterradantrieb, das Auto. Und viele von euch werden sich aber fragen, Mensch, Jan, das letzte Mal hast du uns den E63 4MATIC Plus vorgestellt. Der hatte doch in der S-Variante 612 PS. Korrekt, hat er auch. Aber wenn wir uns das reine Leistungsgewicht anschauen, E-Klasse 1900 Kilo, 612 PS, während wir hier bei knapp 1600 Kilo sind mit 585 PS, da haben wir ein viel besseres Leistungsgewicht und deswegen können wir ja auch zugute von einem Sportwagen reden. Das heißt also, hier das Leistungsgewicht bei dem Auto um einiges besser als bei der E-Klasse. Deswegen auch dieser kleine Unterschied in der Leistung. Und jetzt kommen wir zum Heck. Und hier haben wir auch ein Highlight. Und wenn ich von einem Highlight spreche, meine ich auch ein Highlight. Und das sehen wir hier in der Mitte. Ein riesengroßes Auspuffrohr in der Mitte. Das ist eine Neuheit bei AMG. Hatten wir so vorher noch nicht. Und daher kommt der Sound. Und ihr kennt den typischen AMG-Sound. Und den haben wir auch hier verbaut. Und rechts und links haben wir noch kleine Auspuffrohre. Verbaut in den Seiten drin, im Diffusor, hier im schwarzen Diffusor. Aber hier, das ist das Hauptrohr, da kommt dann auch der Sound. Und die Auspuffklappen, die geben ihr letztes noch mit dazu, dass wir da wirklich dieses Röhren haben, was ihr auch gleich hören werdet. Ich würde sagen, schmeißen wir das Ding nochmal an, oder? Also, los geht's! Da sind wir jetzt also im Auto drin und man fühlt sich gleich so ein bisschen wie im Rennauto. Also man merkt, die Gene stecken im oder kommen vom GT3 und alles fühlt sich so ein bisschen puristisch an. Die Pedals am Lenkrad, am Performance-Lenkrad von AMG, die kennen wir schon. Das Dashboard vorne, das ist auch dieses puristische, einfach dieses Rennsport-Feeling, was wir hier haben. Die Mittelkonsole ist gestaltet wie schon im GTS. Da haben wir Carbon-Abdeckungen und so weiter. Die Dynamic Select Schalter, also auch hier können wir wieder zwischen dem Komfortmodus, dem Sportmodus, Sport Plus und Race Modus wählen und individual. Also das heißt, ich kann mir selber die Einstellungen vornehmen. Eine Besonderheit haben wir und die steckt hier vorne in der Mittelkonsole und zwar die Traktionskontrolle. Die Traktionskontrolle können wir im ESP Off Modus in 9 Stufen verstellen.
Das heißt, wir haben dann keine Querbeschleunigungshilfe mehr. Das heißt, da werden wir nicht mehr stabilisiert, aber in der Längsbeschleunigung. Man sitzt auch im Sitz sehr schön. Ich finde auch sehr schön die gelben Gurte, die wir hier drin haben im Auto. Und ich finde, ja, das fühlt sich so ein bisschen an wie Rennauto. Na klar, haben wir immer noch ein Straßenauto. Aber wie gesagt, trotzdem, allein schon vom Drinsitzen merkt man, hier stecken die Gene im Motorsport. So, ich würde sagen, es ist Zeit, auf die Strecke zu gehen. Ich habe euch das Auto jetzt erklärt. Jetzt wird es Zeit für den Fahrbericht. Der Helm liegt bereit, das heißt also ein Helm abgesetzt und der andere aufgesetzt. Also, auf geht's. Race-Modus ist eingestellt und ich würde sagen, legen wir mal los. Also, auf geht's. Wir rollen jetzt los und als man losfahren, hört man diesen Sound. Und der klingt halt einfach geil. Also ihr habt ja gerade eben schon gehört, im Stand. Und jetzt, wie diese Maschine brüllt, der dreht bis 7000 Umdrehungen im Race-Modus. Das heißt also wirklich bis zum Anschlag nach oben. Und das ist einfach geil, das macht Spaß. Das Auto lässt sich sehr präzise fahren. Das heißt also, man lenkt rein und direkt folgt das Auto dann den Linien. Das ist nicht für jedermann, ganz klar. Denn es ist schon sehr sportlich angehaucht, der GTR. Aber wer auf die Rennstrecke geht, für den ist es genau das Richtige. Anbremsen jetzt hier. Auch die Performance Keramik Carbon Bremse tut hier sein Vollstes. Das heißt also, wenn ich hier reingehe, die Bremse die optimale Temperatur erreicht, dann habe ich richtigen Biss in der Bremse. Ich kann mir jetzt auch noch die Traktionskontrolle einstellen. Das heißt also, ich gehe mal in den ESP-Off-Modus. Ich kann mir jetzt die Traktionskontrolle hier in 9 Stufen einstellen. Das heißt also, der Standardwert ist in der Mitte, das heißt also bei 4 Stufen, 5 Stufen. Und dann gehe ich jetzt mal 1, 2 nach links Richtung noch weniger Traktionskontrolle. Und dann habe ich ein optimales Setup für mein Auto, für meinen Fahrstil. Das habe ich mir rausgefahren über die letzten Tage. Das heißt, das Auto slidet so ein bisschen, aber ich kann es sehr gut abfahren. Auf geht's in die schnelle Runde jetzt nach der Einführungsrunde. Wir sind jetzt auf Startziel, voll durchbeschleunigt hier. 230, 240, 255 km/h anbremsen für Kurve 1. Jetzt geht's runter hier in den dritten Gang.
wir wieder zurück von der schnellen Runde mit dem Mercedes AMG GTR. Ich muss mal den Helm absetzen hier. Und ich kann euch sagen, es macht richtig Bock zu fahren. Also mein Fazit zum neuen Auto ist durchaus positiv. Auf der Rennstrecke, wir waren ja nicht auf der Landstraße unterwegs, aber ich kann euch sagen, auch auf der Landstraße macht das Auto richtig Bock zu fahren. Und er verspricht einiges. Ich freue mich auf die nächsten Kilometer mit dem Auto. Ich bin ja jetzt noch ein wenig hier. Und wenn euch das Auto oder das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten abonniert den Kanal. Ihr seht, ich habe Bock am Autofahren, ich habe Bock am Videos machen. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.